Ja, moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Technik, immer noch in der Vorproduktionsphase. Und ja, ich habe mir jetzt für die Folge eigentlich recht wenig vorgenommen, nur damit ich jetzt sehe, dass hier wieder die nächste Blaze jetzt stirbt. Yes, da ist er tot. Ich war offscreen, mache also hier so ein bisschen die Wege umbauen, also sprich Laub raus, Holz rein. Dann habe ich einmal hier die Wand so ein wenig wieder zugemacht. Dann habt ihr bestimmt schon gesehen, dass ich da unten auch dicht gemacht habe. Nur die Leitung gelassen habe. Weil da kommt noch was hin. Portal nicht zurückgesetzt. Ich habe dann im ME-System die Blaze Rods rausgeholt. Mittlerweile 250 Blaze Rods. Holla, das sind ein paar. Gut, aber diese Folge habe ich mir auch vorgenommen, da an das Jetpack langsam ranzugehen, weil wir brauchen es langsam. Und dafür muss ich aber auch zweimal die Batbox machen. Einmal, um sie dann zum Stromanschluss zu geben. Und einmal, damit ich das Jetpack überhaupt craften kann. Das wird wieder jede Menge Tin ziehen. Also, dafür habe ich noch nicht genug, glaube ich. Nein, dafür habe ich noch nicht genug Tin. Das ist sehr schade eigentlich. Aber wir fangen trotzdem schon mal an. Zack, zack. Das brauche ich noch. Copper Cable. So. Machen wir mal. Drei Batterien zuerst. Na, shit. Das Tin reicht ja wirklich nicht. Okay, ich brauche noch 8 Tin. Na gut, das lässt sich aber, glaube ich, mal dann ganz schön schnell finden. Ist ja kein Problem. Tin gucken wir trotzdem mal. Nein. Nichts mehr da. So, was brauchen wir denn noch? Hier, Bedbox. Holz und ein Kupferkabel. Holz haben wir. Kupferkabel haben wir. Kupferkabel, Batterien haben wir. Copperkabel haben wir. So. Und das hier, brauche ich nochmal eine Picke. So, Rubin, weil die einfach so schön aussieht. Hier dran. Einfach jetzt hier ins Eck. Schwupp. Die lädt sich jetzt schön brav auf. Zwar nicht so schnell, aber sie lädt sich auf. Das ist immerhin positiv. Jetzt muss ich erstmal wieder Tin suchen gehen. Naja, ist aber schnell gemacht. Hoffe ich mal. Und ich teste gerade übrigens, Freunde. Wer es noch nicht gemerkt hat, ich glaube aber ihr merkt es. Mit 60 FPS teste ich jetzt mal die Aufnahme hier. Hat mir jemand was geklaut. Und ja, mal sehen, wie es wird. Ich kann's ja früher ansehen wie ihr, aber ich lasse mich mal auf euer Feedback überraschen. Weil, ja, ich weiß es selbst nicht. Ich habe ein flüssiges Bild hier. So, gucken wir mal. Lass ich mich mal überraschen. Wie gesagt, jetzt erstmal Tin suchen gehen. Das heißt, Schlucht besuchen. Die ist irgendwo da hinten. Ich habe sie mir nicht markiert. Jetzt wird es mal langsam Zeit, dass ich mir die Schlucht da markiere. So, da vorne ist sie schon. Ich sehe sie schon auf der Karte. Ah, hier war ein kleiner Lag gerade bei mir. Hat man aber auch, glaube ich, deutlich gesehen. Ich bin schon auf kurzer Sicht. Also, noch kürzer kann ich nicht. Weil dann sehe ich selbst nichts mehr. So, hier ist sie. Die Schlucht. Markieren wir mal. Schlucht. So. Gemarkert. So ist eine Tin finden. Das heißt wieder schön ein bisschen hier rumlaufen. Ich guck mal. Hier unten. Ne, da war doch eine Höhle. Da hinten dran war doch noch eine Höhle. Und da habe ich, glaube ich, sogar ein bisschen Tin gelassen. Kann das sein? Ja, ich wusste es. Ein Tin. Fehlen uns nur noch 7. Wow. Mann, haben wir aber einen großen Fortschritt gemacht. Halt, hier zumachen. Lava, Fluss muss gestoppt werden hier. Damit ich hier an das Gold und das Lapis rankomme. Wo ich ja so gerne ran möchte. So, hier ist Kohle. Und ein kleiner Wasserteich. Das war's schon. Hier ist nichts mehr. So, gucken wir mal hier, wie weit ist die Lava? Hier ist auch eine Quelle, wird zugemacht. So. Ist hier irgendwo noch eine Quelle?
Ja, hier, Mitte. Dann hier. Oh, was haben wir denn hier alles gehabt? Hier unten drunter nur. Okay, da hatten wir einiges. Ich grabe es jetzt einfach mal aus. Denkt man, dass das Silber war. Jawohl, und Lead. Dann haben wir hier Lapis. Und Gold. Das ist jetzt zwar sehr, sehr dunkel. Auch für mich ist es sehr dunkel. Zack. An der Decke nur ein bisschen Lead. Ich muss wieder hier runter. Hier ging es noch weiter. Hier war ich schon. Unten ist noch Cobblestone. Nein, ich habe den Wassereimer nicht dabei. Ach, komm, habe ich den Wassereimer wieder vergessen? Aber ich finde hier einfach kein Tin. Obwohl das so wichtig ist, ich finde es einfach nicht. Muss man hier weiter gucken. Auch nichts, kein Tin, nichts. Das kann ich mal mitnehmen. Auch nicht ganz unwichtig, das Silber. Sieht man ja, Glasfiber Cable, also Tin braucht man. Das braucht man auch so ein klein wenig. Das hier braucht man auf jeden Fall. Nehmen jetzt einfach mal alles mit, was ich finden kann. Mal sehen, was sich dann am Schluss ergibt, wie viel unsere Ausbeute dann ist. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie hier hochkommen. So. Hier unten war ich, da ist nichts. Hoch. Weiter gucken. Wo könnte denn noch etwas sein? Weil ich habe jetzt keinen blassen Schimmer, wo jetzt noch sich Tin verstecken könnte. Ah, Leute, das heißt wieder eins rüber, das heißt wieder hier raus, in, ja, hier rein, so, hier raus, dann gehe ich mal wieder hier runter, weil hier war, glaube ich, noch was, da bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher, ich glaub's mal nur, dass da was war, wäre nämlich zu nice, hier waren Rubine. So, Rubine, 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 Rubine. So. Dann war irgendwo hier eine Höhle. Unter mir war sie, glaube ich, nicht. Da ist ja auch nichts. Gut, dann müssen wir es anders machen. Da muss ich anders suchen. Weil dann ist, dann weiß ich nicht, wo hier die Höhle ist. Kann ja überall sein. Oh, jetzt sind die Mobs da. Das heißt, Schwert raus. Ach so, hier unten war doch was. So, Schwert raus auf jeden Fall. Da unten war doch, glaube ich, eine Höhle. Ah, da habe ich sehr nice aufgepasst gehabt. Das war richtig gut. Jetzt muss ich erstmal wieder mich durchsuchen. Hier. Hier hängen mal Saphir, Silver und Redstone. Schwarz war hier schon. Aber... da ist nix, da ist nix, da ist nix. Außer ein bisschen Eisen ist hier nix. Hm. Sonst hier irgendwo noch eine Höhle gewesen? Noch ein bisschen Silber. Nope, hier war nichts mehr. Ah, das war jetzt meine letzte Hoffnung. Hier ist jetzt noch ein bisschen Eisen. Das war jetzt wirklich meine letzte Hoffnung. Und hier ist einfach... nichts. Obwohl, da hinten dran wird mir noch was angezeigt. Auf der Map, da können wir mal gucken gehen. Ob hier hinten dran was ist. Das wäre nämlich auch... da ist auch direkt die Höhle. Nice, Freunde. Man sollte auch mal auf die Map gucken. Oh, jetzt wird es wieder sehr duster. Ich weiß gar nicht, Options. Ne, ich habe schon auf hell. Ach, shit. Hier ist nur... kleines Lava-Bäckelchen. Ach komm. Ich brauche doch nur ein klein wenig Tin. Mich würde mal interessieren, was das ist. Ist das ein Dunsten oder wie das heißt? Galena? Okay. So, noch ein bisschen Eisen hier mit. Wie viel haben wir denn schon? Naja, 20. Macht insgesamt 40 Eisenbarren am Ende, weil wir werden das wie immer durch den Macerator hauen. Hier unten, das nehme ich noch mit. Das Redstone nehme ich noch mit. Es hängt gefährlich über der Lava.
Ich laufe auch gefährlich nahe an der Lava. Aber wir haben das Redstone. Perfekt. Das ist ein Riesenbecken. Da kann ja alles noch sein. Oh, oh. Creeper! 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 Was haben wir hier? Ach so, das ist die andere Seite des Beckens. Okay. Zumachen. Nach oben. Tin, haben wir nur eins gefunden. Das reicht uns nicht. Das reicht uns aber einfach nicht. Wir brauchen mehr Tin. Uiuiui. Zombie, sterb einfach. Wo ist dein Kollege? Da oben steht er. Komm runter hier. Und stirb einfach mit. So, müssen wir weiter suchen, weil erfolglose Suche. Eisen waren wir erfolgreich. Das kann ich sagen. Aber der Rest? Naja. Würde ich eher so als naja sagen. Das war jetzt überhaupt nicht optimal. Oh shit, Freunde. Dürfen nicht runterfallen. Und wir fallen. Und ein Boss! Wir haben das überlebt. Okay, wir bauen uns sicherheitshalber mal ein hier. Haben jetzt kein Licht, dann lasse ich euch mal ein bisschen Licht hier in der Folge. Oh, wie haben wir das überlebt, bitte? Runtergefallen? Ganz weit? Wie haben wir das überlebt? What? Okay. Aber ich soll froh sein, dass ich es überlebt habe. Schon mal gucken. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt wird es langsam richtig eng. Müssen wir uns nochmal weiter einbauen, weil mit 2,5 Herzen nochmal nach oben, noch ein Sturz und ich bin tot. Deshalb warte ich mal ganz kurz hier unten. Oh, ob das eventuell was wird. Wenn das was wird, wäre natürlich sehr nice. So, bin mal gespannt. Ich sehe mal nur noch ein Zombie. Ich sehe kein Skelett mehr dort oben. Kann aber täuschen. Kann aber täuschen. Kann aber wirklich da oben noch ein Skelett stehen. Steht mal ein Angry Zombie. Nein, kein Skelett mehr. Also weg bin ich. Nimmer wiedersehen. Es verfolgt mich eine Spinne. Ich renne aber einfach mal weiter. Guck mal. Na, den Cheat Mode lassen wir mal aus. Ich renne jetzt einfach mal weiter und suche mal nach noch einer Höhle hier. Weil Höhle wäre gar nicht mal so schlecht. Hopp. Und Abfahrt. Hier ist es hell, weil, ja, Bienennest halt. Oh, oh. Ich habe Skelette hinten dran. Uiuiui. So, ich bin die Skelette los, ich muss jetzt nur noch eine Höhle finden. Es ist wieder Tag. Nice. Ach, hopp, Höhlen. Jetzt kommt. Hatten wir nicht eine Höhle direkt an unserem Berg? Gucken wir mal, vielleicht haben wir dort Glück. Da war ja noch eine Höhle an unserem Berg. Stimmt ja, da war ja was. Gucken wir mal und hoffe auf ganz viel Glück, dass dort noch jede Menge Tin drin ist. Ist das ein schöner Mammutbaum? Da hätte ich auch so gerne reingebaut. Aber das wäre mir da oben zu wackelig geworden, sag ich mal. Weil da balancierst du wirklich nur auf den paar Laubblättern. Ui ja. Also das ist richtig eng dort oben dann, wenn du da baust. Boah, da musst du schon gut sein. Aber, nun ja. Ich bin halt nicht so der der Baumbauer. So, aber jetzt gucken wir erstmal, die Lücke muss ich finden. Hier? War das schon da? Nein, natürlich nicht. Nein, das war eins weiter. Gut, dann müssen wir hier wieder raus. Eins weiter rennen. Jawohl, hier sind wir richtig. Hier irgendwo war da noch ein Eingang. Wenn ich mich nicht täusche. Yes, hier war er.
Monazit, noch mehr davon. Und haben wir Kupfer, noch mehr Kupfer. Haben wir hier, hier wird's hell. Ist wieder nur so ein Kristallding. Okay, das ist doch schon eine größere Höhle. Oh, Creeper. Oh, noch ein Creeper. Drei Creeper sehe ich. Hilfe. Bumm. Noch einer, noch einer, noch einer. Nein. Oh. Ach, guck mal, da ist der Eingang. Ach so, und danke, Creeper, dass ihr mir Marble freigesprengt habt. Brauche ich nämlich noch für den Hausbau. Aber wir sind jetzt fast instant. Wir sind fast instant, wollte ich sagen. Wir sind fast unterm Haus. Ich versuche so zumindest ein bisschen Tin zu erkennen, aber ich sehe jetzt nur Eisen, 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 Eisen. Kein Tin hier. Warum auch immer. Schade. Nur Kupfer und Eisen. Ah, Mann. Das ist direkt hinter dem Berg hier. Ich bin jetzt schon wieder unter der Farm. Wow, okay. Aber kein Glück gehabt. Schade. Ah, ich hätte jetzt so gern dieses Jetpack gemacht. Aber ich kann ja schon mal die Vorbereitung treffen. Für das Jetpack kann ich ja auch schnell machen. Einfach Vorbereitungen treffen. Das heißt, übersetzt würde ich da mal sagen, alles craften, was man halt braucht. Okay, ich würde aber sagen, eine Bedbox, das geht nicht. Also müssen wir alles andere machen, außer die Bedbox. So, aber erstmal, zack, machen wir mal zuerst das Eisen rein. So, zuerst feuert hier das Eisen durch. Mittlerweile müsste ja die Bedbox volle sein. Ja, ist auch mittlerweile. Ich habe die Welt nicht in den Laden gesetzt. So, jetzt läuft es auch permanent weiter. Auch wenn ich im Pausemenü bin. So, jetzt erstmal Inventar leeren. So. Dann Marble. Haben wir 7. Okay, hier unten muss ich noch mit Marble ran. Machen wir noch, machen wir noch. So, gucke ich aber erstmal hier oben. Oh ja, also wir haben jetzt sehr viel Rubber. Ich war offscreen schon leeren. Das ist auch nicht lange her. Das war 2-3 Minütchen vor der Aufnahme. Boah, guck mal, wir haben Rubber in Masse im Moment für unser Verhältnis. Für 20 Folgen ist das sehr viel. So, aber was brauchen wir denn noch für Jetpack? Glowstone, Refined Iron. Wir haben Machine. Zack. So, Circuit. Haben wir leider keinen. Copper Cable. Auch nicht genug. Mann. Komm, mach mal ein paar mehr. So. Rupper. Zack, 12 Stück. Zack, da brauche ich Refined Iron. Haben wir hier. Und Redstone. Und zack, zack, und zack. Können wir zwar noch ein paar mehr machen. Aber jetzt mal nicht. Jetzt brauche ich hier wieder Redstone. Dann brauche ich Lapis. Und das allerherzgeliebte Glowstone, wovon wir auch einiges haben. So, den haben wir. So, das haben wir jetzt reingeknallt. Dann brauchen wir noch, ja, nur noch Bedbox. Aber für die Bedbox fehlt mir Tin. Das ist immer dieses Tin. Immer dieses Tin. Das fehlt mir immer. Das ist unglaublich. So, jetzt gehe ich aber auch nochmal gucken an die Mob-Warm. Da gehe ich sehr, sehr gerne gucken im Moment. Mob-Warm. Ah, genau, Flexseeds. Flexseed-Farm erweitern. Genau. Hoe. Wooden Hoe. Flexseed-Farm. Attacke. Ich war mal ein bisschen abernten offscreen. Die waren nämlich alle drei fertig.
Die sehen schön aus, wenn die fertig sind. Also das ist wirklich schön. Na, das war eins zu weit. Muss ich wieder... So. Dann zack, zack. So, einmal den da machen. Zack, zack, zack. Und einmal den hier. So, dann ist die Flaxseed Farm auch schon das Maximum in die Breite erreicht. Weil ich möchte nicht weitergehen mit der Flaxseed Farm in die Breite, weil da drüben kommt noch was hin. Aber was da drüben hinkommt, dafür fehlen mir noch die Items. Weil ich möchte noch eine andere Farmline machen, aber was für eine? Das bleibt erstmal bei mir, was für eine Farm das wird. So, aber holen wir erstmal das ganze Zeug aus der Farm. So, auf nach unten. Jupp. Und schwupp. Ein bisschen Damage, aber das ist ja nicht allzu schlimm. Wieder knapp ein Stack Blaze Rods. Super, Jungs, super. Wir haben so auf Blaze Rods gehofft. Jetzt haben wir sie. Und ich muss ja noch Magma-Schleims töten. Na gut, das ist aber kein Problem. Davon gibt's massenhaft im Nether. So, auf geht's nach drinnen. Muss ich langsam die Folge beenden, weil wir sind jetzt bei 21 Minuten 30. So, alles drin. Blaze Rods, 306 Blaze Rods haben wir mittlerweile. Netherwarzen haben wir, davon werde ich auch noch eine Farm anlegen. Wird aber auch einen speziellen Raum bekommen. Ich denke auch schon hier in der Etage, nicht hier in der Etage, im Bearbeitungsberg, wird es einen eigenen Raum bekommen, aber das werden wir noch sehen, Freunde. Aber das war's für die Folge Minecraft Technik. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja, abonniert mich. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke und ich verabschiede mich. Von Minecraft Technik für Folge 20. Ciao, ciao zusammen.